Hallo, willkommen zu einer neuen Folge, PUBG, Hallöchen. Hallo, Hallöchen. Ich glaube, wir sind zurück. Ich glaube, wir sind zurück, Leute. Ich glaube, wir sind zurück. Kann sein. Ich habe die letzten Folgen einfach mal cold angefangen, so. Ohne Begrüßung. Aber jetzt begrüße ich euch mal wieder, ne? Jetzt seid ihr es wieder wert. So. Ach, scheiße, ich muss ja nicht looten. MP, wir sind Arcade. Ach, habe ich das auch vergessen? Let's go. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gerade. Oh, da liegt ein Karre. Aber ich habe eine M24. Luxus. Okay, ich habe erstmal nur UMP gezogen. Ah, nee, ist SLR. Mag ich eigentlich. Hier ist ein M24 für jemanden. Jo, ich gönn mir. Übrigens, schaut euch mal das. Schaut euch mal das Prachtstück an. Oh, geil, oder? Memo. Geil. Wenn ihr auch so eine Waffe haben wollt, dieses Banner ist jetzt schon offline, aber falls so eine Waffe mal rauskommt und ihr denkt, Alter, ich muss unbedingt diese Waffe kaufen, unbedingt diese Waffe ziehen, nicht kaufen, weil, ne? Dann. Schaut euch gerne mal einen Guide dazu an, da erkläre ich euch, wie man richtig gut Schmuggelware farmen kann, um maximal Free-to-Play die Chancen zu erhöhen, ohne Geld auszugeben zu müssen. Mit nur 30 Euro Startkapital. Kauft meinen Online-Kurs. Ich bringe euch bei, wie ihr kein Geld ausgeben müsst. Ihr spart am Ende des Ganzen, weil wenn ihr kein PUBG-Geld ausgebt, dann habt ihr ja am Ende auch Profit gemacht. Dann könnt ihr ja 1000 Euro für meinen Kurs ausgeben. Das ist ein potenzieller Headshot, Zeddy. Oh. Ich hab wieder Bugs. Der Atem ist. Ja, ich sehe ihn schon. So wie er da rumsteht. Der will gehatschottet werden, aber. Oh, ich hab hier einen M24, stimmt ja. Ja, okay. Ich hab leider nur scheiß SKS. Ja, der ist schon weg. Ich hab dir ein Geschenk für den Dudine. Oh Gott. Au, 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 warum krieg ich. Ah! Oh, ganz nah, ganz nah, ganz nah, ganz nah. Hab ich. Ja, da. Boah, boah. Junge, der war von Blättern verdeckt. Ich musste ein bisschen predikten. Ja, moin. Du bist überrascht, ja. Das ist halt wirklich einer in der Hütte. Das ist für ein Objekt. Nee, da hast du doch. Hast du den nicht gerade eben angeschossen, Heimer? Nein, der ist. Ist er gerade das? Da. Ah, da ist er wieder, ja. Ja, der ist so zufällig. Ja, der sieht halt auch aus wie so ein Bot. Oder ein schlechter Spieler. Hallo? Sorry. Du siehst nicht so aus. Er rennt ganz gut, finde ich. Ja, rennen kann er, aber spielen nicht. Das sehe ich genau. WASD hat er schon mal gecheckt, Digga. Ja, der rennt auf der Kante von einem Hügel überlang in eine Richtung und hat nicht einmal zu uns in unsere Richtung geguckt, während drei Leute ihn von hier aus angucken, weißt du? Das zeugt für mich nicht von Skill. Smoke. Achtung, oh, richtig Granate. Oh, Dima. Komm, ich rette dich. Ich rette deinen Arsch. Hätte ich genau so. Ja, hinter uns auf dem Hügel. Ah! Scheiße, ich hätte, ja. Och nee, Leute. Ich aber nicht, dass da jemand ist. So ein Bullshit. Ja, von da hinten kommen jetzt auch noch welche. Ja, die werfen mir einfach einen Molly rein, geil. Nee, das war ich, aber er ist weit weg. Achso, okay. Ich hab den nicht auf euch geworfen, aber in die Nähe. Kannst du zu mir krabbeln, in meine Richtung, bitte? Ja. Du bist hier Saver. Granate? Ja, alles im Rauch. Alles Rauch. Krabbel. Okay. I try my best. But you don't succeed. So, jetzt müssen wir hoffen. Oh Gott, die sind in der Nähe. Junge, ey. Kriegsgebiet. Okay, nach hinten rennen. Der ist hier. Close. Oh, Holz! Oh mein Gott, Alter! Oh, der ist auch down! Oh, nein, oh, die Zone war da. Oh Scheiße. Gott, da waren hier ganzen Blätter nein. Im Weg, Alter. Oh, nee. Im Rauch hab ich das nicht gesehen. Ich wollte ein bisschen nach vorne und den einen noch wegmachen. Oh, dass du gedownt hast. Ja, dass ich den da unten noch gedownt habe, obwohl die Blätter im Weg waren mit Third Person. Gut. Ich wollte den noch wegmachen, aber. Ja, dann kam halt noch irgendwas von da hinten. Ja, das war wirklich einfach unlucky. Die hat gecallt direkt vor uns und dann wurdet ihr schon beide weggeknallt und dann kam vorhin noch dieses Auto und hat noch eine hohe Sniper-Position eingenommen, wodurch wir am Ende komplett gefickt waren. Ja. So, ne? Das war einfach Makro-Gaming schlecht. Aber da konnten wir. Ist immer noch ein normales? Willst du normales? Ein normales würde ich noch machen. Oh.
Immer dann, wenn ich auf Abbrechen drücke, dann denkt sich PUBG so, na, nee. Du gehst nicht aufs Spiel. Du gehst jetzt rein. Oh, ich hab ne Lobby, du gehst jetzt rein. Ja. Dann lass mal eben rausgehen und ein normales Game. Yes. Kriegst du etwa kalte Füße? Nein. Ich hab mega Angst vor dem Game. Das ist auch so, ne? Du möchtest auch beim PUBG zu spielen? Das könnten sie ja schreiben, aber nee, was machen sie? Sie wollen einem noch ein bisschen Schuld einreden. Hast du kalte Füße bekommen? Na? Schisser. Ich habe einen sehr, sehr langen Ladebildschirm. Ich auch? Ich weiß. Jetzt ja, bin ich auch. Du wurdest gebannt. Die Server sind überlastet. Die kannst du uns wagen, aus der Lobby rauszugehen. Wegen Schweißfüßen gebannt. Hast du einfach Angst? So, sind wir ready. Ich geh pissen. Sehr gut. Super. Kann ich mir noch eine Wasserflasche holen? Ich glaube, ja. Ich hab Zeit. Das war ganz close hier. Ganz knapp. Ganz close. Ganz close eine Wasserflasche geholt. Ach ja, die fahren übrigens hier alle mit. Die fahren mit diesem Motorrad hier gerade rum. Ist das ein Event-Scheiß? Ja, es gibt gerade, also wie McLaren-Kooperation gibt es jetzt mit irgendeiner Motorradmarke, die, keine Ahnung, ja. Mir fällt die jetzt nicht ein. Gibt es gerade eine Koop. Und derjenige, der gerade hier mit dem Motorrad rumfährt, der hat übrigens dafür richtig Asche geblecht. Dass er dieses Motorrad kriegt in einem Spiel. Um sich damit zu profilieren in der Lobby. Ja! Na? Das ist doch cool. Ist cool. Was ist jetzt das Problem? Ja, ich weiß auch nicht. Wir missgünstigen. Das sind alles nur Neider. Ich find's einfach nur dumm. Wie Mickey. Alle, die was gegen mich sagen, das sind doch nur Neider. Statement rausgehauen oder was? Ja, Mickey TV macht gerade irgendwie zu scheiße, war da glaube ich schon länger. Aber das, ja. Das gerade ist halt richtig Absturz. Okay, eigentlich ist er doch cool, oder? Ja, der war mal cool, aber mittlerweile lange nicht mehr. Okay. Ich kannte ihn auch nur noch aus so ein paar Onge-Streams, weißt du? Ja, das die Phase, und, da kenne ich ihn nur. Und das war alles. Und deswegen hatte ich ihn positiv in Erinnerung. Und ja. Aber wenn du dir mal das letzte Ding anguckst, oder ist der abgestürzt? Okay. Hat er ein Video gemacht oder was? Ja. Der will irgendwie aufhören, aber als letztes will er, weil er so kein Geld braucht von der Community, aber trotzdem schon Geld braucht, aber halt auch nicht, will er einen Zappathon machen als letztes. Aber eigentlich will er aufhören mit Streaming, um für seinen Sohn da zu sein. Aber lass noch einen Sabaton machen. Und das als Riesen-Event, monatelang über so ein Jahr oder so. Und er will ja kein Geld von den Leuten, aber dann doch Sabaton. Okay. Es ist komplett, also auch der Umgang damit komplett weird. Ich will mal reinschauen, das klingt interessant. Das ist auf jeden Fall groß. Typisches YouTube-Thema. Big Content-Drama, ja. Was geht denn da hinten ab, sag mal? Kann ich da wen snipen? Ich hab eine. Hab einen gedownt. Baller. Ich baller. Ich hab dich markiert. Aber circa hier. So, Dima, komm. Push. Ah ne, du bist down. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass du gedownt wurdest. Ich komm, Dima. Komm. Ja, der kommt zu uns. Ich brauch Hilfe. Scheiße, ich brauch wirklich Hilfe. Ich brauch dringend Hilfe. Ah, fuck! C4, abhauen, die mal abhauen. Hier, einen habe ich knockt. Das war echt knapp gerade, aber down? C4, immer noch C4. Oh, mein Arschloch, ich lebe noch. Oh Gott, die mal. Nein! Ah. Nein, die mal! Fucking hell. Ja, diese Säcke, ey. Ja, ich hätte es auch tatsächlich nicht mehr geschafft, dich aufzuheben, die mal. Ich habe nur noch Stefan aufgehoben und versucht, ihn noch wegzutragen, weil er. Am nächsten war. Sad. Okay, da ist noch jemand. Ja, ich kämpfe aber gerade gegen jemand anders. Blue Chip habe ich angenommen. Nehme den Blue Chip an. Alles klar. Das nächste wäre da. Hat irgendwas Geiles, der Dimitri? Oh ja, da kommen wir auf jeden Fall hin. Nichts. Oh, nee, ich hatte zwei von denen gedownt. Einer war direkt in der Halle und der andere war rechts von den Containern. Ja, die haben aber gerade noch untereinander zu tun mit dem anderen Team.
Willst du einen Kara haben? Hab ich. Ich habe einen M24 schon. Ja, okay, dann ist er. Und ich habe auch einen 6-fach. Ich bin nur nahkampfmäßig mit einer Augen und so halb gut aufgestellt und ohne Visier. Und ich habe auch keine Health-Sache mehr. Ich könnte dir doch Verbände geben hier. Wenn dir. Bin Gönner. Einen? Ja. Ja, dann habe ich schon genutzt. Oh, nice. Danke. Okay. War hier drin noch irgendwo Health? Nee, da waren nur Waffen und so. Ich gehe mal bei den Container gucken. Ah, 6-fach. Oh! Wo war der? Bei den Containern Container? Irgendwo. Ja. Scheiße. Kommt close, glaube ich. Ja, da. Ja, der ist oben auf den Containern. Oben? Ja. Kann man sehen. Oh! Ah, du Wichser! Man kann übrigens mittlerweile einfach so auf den Container drauf krabbeln. Digga, was bist du denn? Ach, come on. Du bist allein jetzt. Ja. Das war's. Ja, und ich habe keine AP, kein Nix. Ja, das war richtig aussichtslos gerade. Ja, das war mega kacke einfach. Ja, dass die mal direkt am Anfang gedownt war, das war das Schlimmste, weil ich dadurch hingehen musste und dann waren wir alle eingeengt. Und ich habe leider auf dem Weg auch keinen Health gefunden, also konnte man sich mal recoveren. Der scheiß C4 hat uns dann noch weiter gefickt. Ist halt unlucky hier am Anfang so. Ist halt immer diese Anfangskacke, ne? Du hast keine Ressourcen, ja, dann bist du halt am Arsch. Naja, aber jetzt wird's besser. So, ihr könnt mal, jetzt könnt ihr mal eben kurz die Pause überbrücken. Ich hole mir kurz Wasser. Yeah, mega geil. Cedric im Schnitt schneid jetzt weg. Macht er eh nicht. Fauler Sack. Der faule Sack macht das eh nicht. Ja, safe. Er macht bestimmt nicht eine aufwendige Transition irgendwie in die nächste Szene. Ganz bestimmt nicht. Hallo. Hi. Hi, and welcome. Welcome, hi. Hey, Dima. Auch schon halb, was ist los? Was los? Bist du müde? Nö. Nee. Gut. Also, ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß es nur nicht, das Gehen ist doch kein Zeichen. Weißt doch, wir hatten noch vor ein, zwei Folgen darüber gesprochen. Wegen der Langweilt reden, ne? Oh nein. Wir nehmen immer auf, wenn Dima müde ist, also immer eigentlich. Ja, halt abends, ne? Weil Dima ist ja sonst halt auf der Arbeit. Wie soll man dann mit ihm aufnehmen? Das geht ja nicht. So ein Laptop nebenstellen. Obwohl Dima ist eigentlich auch morgens müde. Eigentlich ist er immer müde. Ja. Wann ist deine wacheste Phase, Dima? Meine wachste Phase. Um 3 Uhr morgens. Das ist, wenn ich die müde Phase um ungefähr 9 bis 10 Uhr übersprungen habe. Ich würde sagen so 11 Uhr. Ja. Ja, bei mir auch. Bis dahin verlegt er die Kabel immer falsch. Aber hey, danach wird's besser. Das gleicht das immer aus. Delirium, dann okay. Ab ins Delirium. Wir gehen mal nach Mülter. So ab 9, 10 Uhr bin ich wach. Richtig wach. Wir sind noch einmal. Obwohl ich um 6 Uhr schon wach bin, eigentlich. Aber ist so. Ja, das kommt bei mir auch immer sehr darauf an, wie lange ich gepennt habe. Ja, natürlich so. Jetzt die letzten zwei Tage zum Beispiel, da habe ich immer nur so 6-7 Stunden gepennt. Aber das auch forcefully, ne? Also ich habe einen Wecker extra früher gestellt. Und wenn du zu lange machst und dann, ne, dann geht das nicht mehr. Du musst halt früher stellen. Und dann habe ich mich wirklich aus dem Bett geprügelt einfach. Also die Augen gingen kaum auf und dann trotzdem, du musst aufstehen. Yeah. Ja, du musst nicht den Schlafrhythmus ficken. Ja, das geht nicht. Das bei darf ich nicht. Hier ist direkt jemand gelandet. Hier im Haus? Hier ist der Kara. Wo denn?
Gegenüber Nordwesten, glaube ich. Ja, ich habe das Haus markiert, das sind zwei. Relativ nah. Und wir rennen weiter Richtung. Ja. Ja. Uzi, Schmiedel Uzi. Also da war eine Kara für jemanden. Messer, nehme ich. Und ein Visier. Oh, Shotgun Gang, Shotgun Gang. Ich glaube Shotgun Gang, oder? Hab ich gerade eingelegt, zu nehmen. Hier ist noch Muni. Ja, ich mach Shotgun Gang. Und hier sind noch mehr Schotte. Und auch das 12K, die ist eigentlich geiler. Allgemein, die mehr Munition laden können. Da kannst du halt viel schneller hintereinander schießen. Hier links. What the fuck? Ja, da hat ein Header getroffen. Ich hab einen Zweierhelm. Wie hat der einen Header? Hast du den markiert? Wo ist der? An der Ecke hier. Links an der Ecke vom Haus. Stefan? Ja. Ich hab geguckt, ob er treffbar ist. Ich hab ja Shotgun. Ich fühle mich sicher mit Shotgun. Aber er ist am Haus hier. Hat er gerade meinen Schuss in der Luft hast abgeschossen? Hast du? Nee, ich habe gar nichts. Digga. Hab ihn. Ich habe ihn nicht mal gesehen. Oh, die mal bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Es kommt jemand Norden ja, oder ja. Osten. Psch, psch. Gott. Ich fick euch alle weg, Digga. Uzi, Schniedewutzi hier. Let's go. Okay, ich muss das mal aufnehmen. Schön. Kann man die Bazooka in der Luft abschießen? Nee. Bestimmt, aber wenn es ist ja schon schwierig, die zu treffen, während du dich bewegst. Also dann noch in der Luft. Also ja, das ich würde es nicht Typen im. Ich gerade gelungen und dann wurde ich hinter der Wand gekillt. Also entweder habe ich Ping des Jahrhunderts oder. Er hackt oder ich hatte Pech des Jahrhunderts. Du meinst, er ist hochgesprungen, hat er dann das geschossen, so wie ein paar Leute das auch mit anderen Sachen machen, ne? Keine Ahnung, ich guck mir das gleich an, ich hab's geklippt. Okay. Na komm. Auf jeden Fall nicht fair, was da gerade passiert ist. Geile Tür. Genau, auf jeden Fall am Hacken. War falsche Waffe ausgewählt, mashallah. Ja, behaupte ich jetzt einfach. Der Typ war am Hacken für mich. Denn was ich zum ersten Mal sehe, ist nicht natürlich. Oh, fuck! Ja, Mo sind direkt in die Ecke. Nein, fuck. Nein! Direkt auf der anderen Seite dann, der Straße. Ja, das soll ich nicht machen. Hiel dich erstmal, Chef. Hör auf, geh nicht entdecken. Du bist sichtbar. Komm näher. Scheiße. Braucht. Nein. Zweimal nicht getroffen. Ach, Digga, dieses Spiel, ne? Ist nicht mehr schön auf den Sack. Mach also. Zu dir kommen. Oh. Ja. Gut, nächste. Eine letzte noch. Ja, es wird spät. Komm, Arcade. Habe ich denn wirklich 96 Schaden? Ach nee, ah, komm. Ja, ja. Maul halten. Einfach Maul halten. 20. Wenn du low bist, hiel dich direkt und nicht nur irgendeinen scheiß Addon oder so. Aber hätte man nicht, hätte ich noch. Es ist halt auch so unlucky immer. Kann ich nicht einfach aus dieser Scheißtür rausgehen und kurz ins andere Haus reingehen nach dem einen Kampf, ohne dass ich direkt wieder weggefickt werde? So.
Ach, in dieser Gasse, ja, das ist. Ist das möglich? Idee. Weißt du, ich war gerade, ich habe den ersten gelootet, habe mich geheilt, dann bin ich die Tür raus, direkt wieder gekillt. Na so, ja, okay. Wenn das so ist. Ja, das ist schon in der Luft explodiert zu sein. Egal. Warum geht das nicht? Jetzt aber. Und jetzt, wie sterbe ich hier? Oh, nächste Runde, die mal? Ja. Ach, das ist scheißintensiv, okay? Ja, du willst doch. Scheißintensiv. Ja, was? Du hast gesagt, du machst bis 22:30, ist jetzt 22:37, dann werden wir jetzt doch keine ganze Runde spielen für 20 Minuten. Wie gesagt, ich wollte noch eine normale machen. Ja, aber ich will auch nicht deine Zeit ausreizen. So. Oh, ich will bestimmt sterben, Oh, nice. Muss jetzt mal sicher laufen, ey. Mein Arm juckt immer noch. Wie auf dem Dach? Ja, der ist auf der, schneller. Der Treppe. Das ist, was oh mein Gott. Ja, der sieht nicht, dass wir hier sind. Hab ihn. Oh, Junge, dieses Spiel ist so ein Gött für dem. Keine Worte mehr für. Du hast ihn doch getroffen, oder nicht? Ist alles gut? Ja, die Granate ist ein Millimeter. Ah, egal. Ach so, okay. Bringt eh nichts zu quatschen. Ist da nicht noch einer gedownt im Haus, Stefan? Da müsste noch einer am Leben sein auch. Yeah, ich hab ihn mit einer mit einer Panzermaus. Okay. Ich hab grad Sneaky gemacht. Ah, und im Haus einer. Das war gerade sehr gefährlich. Oh, wer hier dead? ASMR. Über mir. Ja. Ja, hier ist die Treppe nach oben. Warte, ich werfe eine Granate. Ja, okay, du hast. So. Und Granate. Und rein. Jawohl. Maschallah. Got him. Got him. Oh, Mörser. Ja, der soll ruhig kommen. Soll er doch kommen, der Mörser. Der kann mir ja nicht. Ja. SR? Ja, SLR. Das wollte ich nicht spielen. Ich habe zumindest ein M24. Ach, die mal. Dame, die mal liegt hier einfach. Paul auf dem Boden. Oh, er muss es nicht lange ertragen mit dem intensiven Battle. Er hat nicht lange gelitten. Muss ich mal heilen. Da ist eine Kara, nice. Das stimmt. Eine gute Sache hat es. So viel zum nicht gelangweilt reden. Das stimmt. Ich habe mir gerade den Clip angeguckt und ja, ist alles scheiße. Ja, so ist das halt bei dir ein paar PUBG oder generell alle Games. Dann kommen halt die Bugs und dann. Was ist das? Nein, Bugs habe ich sowieso. Aber auch noch Pech. Also in PUBG habe ich. Ich habe nur in PUBG so viel Pech. Ich habe da oben am Hügel eingesehen, also hinter der Kante. Oh, das sollte ich bemerken, wenn ich so dumm rumstehe hier. Ja. Sehr gut. Ah, da oben ist er. Da. Ach komm, ich habe den noch getroffen. Ah, okay. Ja, Zone. Wunderbar. Ja, als ob! Als ob! Die fickt mich jetzt. Als ob die Einser so reinhaut. Ist ja intensiv, aber ich war überzeugt. Oh Gott. Ja, einer ist da oben noch. Ganz kurz pausieren hier. Der andere ging, also der ging gerade weiter nach rechts rüber und bei der Smoke, da waren zwei Leute, die gerade auch schon weiter rechts sind. Also drei Leute sehen wir. Ach, komm. Das ist doch Müll. Hat noch Müll da. Okay, jetzt zu den Hallen.
Es fehlen immer noch 3 Leute, die wir noch nicht gesehen haben. Hier sind M24. Ich nehme lieber Kara, oder? Nee, kein Grund. Es gibt keinen Grund, M24 nicht zu nehmen. Du bist so biased, Alter. Kara hat auch seine Vorzüge. Nee. Also, ja, ist halt, also, na. Wenn du den Sound magst, dann kannst du auch Kara spielen. Ansonsten gibt's keinen Grund. Hier ist ein Drop. Ah, ne, die sind weiter weg. Das ist ein Schatten, riesig ist. Okay, weiter. Okay. Die müssen auch Damage. Ja. Ne, ne, der ist längst in der Zone. Okay, ja. Merke ich gerade. Der trifft mich doch eh nicht. Haben wir getroffen? Ja, schade. Warum ja? Ne, ne? Ah, doch. Ja, komm. Komm da. Komm doch. Bau dich doch, ja? Ich offenbar mich richtig krass. Ja? Du nicht. Wer ist jetzt hier der Angsthase? Ja? Ah, unter hinten. Dort, am Stein. Okay. Da ist einer. Minimum. Ja, und bei den Häusern sind die anderen. Also da am Haus ist der andere. Mal getroffen. Okay, der ist schön. Oh, ein Stein. Hab ihn. Perfekt, also die rechts sind weg. Nur noch die beiden links, denke ich. Müssten aber noch 4 am Leben sein. Aber der war gerade finished, glaube ich. Südwesten hat jemand eine Rauchgranate gebaut. Wir müssen auch weiter, die Zone. Ah, warum haben wir immer so... Ja, die links von uns, die sind auch die ganze Zeit am Rennen. Aber er hat Higher Ground. Na ja, egal, der hat einen Kopf. Ich nicht. Digga. Oh! Oh Gott, oh Gott. Direkt oh Gott, neben uns. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Aber wo? An der Kiste? Der könnte an der Kiste sein. Ja. Ja, bei der Straße. Haben wir getroffen? Der ist am Stein. Der hebt da seine Kollegen wieder auf. Oh. An der Kiste safe, oder? Wir müssen irgendwo hin laufen gleich. Wir sind hier überhaupt nicht sicher. Ach, kacke. Oh ja, ich bin down. Du kannst mich nicht aufheben, hör auf. Ach, okay. Ach, komm. Ja, sehr unlucky, dass wir direkt neben uns den hatten. Sehr unlucky, weil das wir... Das war so gut. Ja, wir rennen nur eigentlich. Und dann ja, war der direkt neben uns. Ach, schade. Schade. Ja, irgendwie... Ich fand's gut eigentlich. Ja, diese Folge war irgendwie... Da haben wir nicht viel gerissen, aber ey... Vielleicht lasst ihr trotzdem ein Like da. Wäre sehr nett, danke. Oder halt ein Dislike, wäre mir eigentlich egal. Also, ne? Dislike mich bitte. Please. Please. Wenn ihr nicht geliked hättet, dann Dislike zumindest. Ne? So. Lasst mir noch ein Like da, ein Abo und in der Beschreibung Twitch folgen und dann sehen wir uns da. Bis dann. Tschüssi.